möchte euch begrüßen zu der Veranstaltung mit dem Kollegen Pavlov von der unabhängigen Bergarbeitergewerkschaft der Ukraine. Ich bin der Theo, ich war selber in den letzten Jahren öfter in der Ukraine, privat, zum Beispiel Motorradtour. Beschäftige mich aber auch schon vorher mit den ehemaligen Gussstaaten. Und dankenswerterweise gelang es über die Jakob Moneta Stiftung, die Luxemburg Stiftung, die Anstifter in Stuttgart, eine Rundreise zu organisieren, die allerdings nur 5 Tage dauert, mit Veranstaltungen in Berlin, München, heute in Stuttgart und am Freitag, am Donnerstagabend in Köln und am Freitag ist er dann noch bei der IG Chemie Bezirksverwaltung in Nordrhein-Westfalen und besucht da Tagebau. Wir haben selber in Stuttgart noch einen ganzen Tag ein Programm gehabt, heute bei der IG Metall Ortsverwaltung. Dann ein Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung und morgen noch beim Porsche. Also ich bin Metallarbeiter und schaffe beim Porsche und von daher hat das funktioniert. Eigentlich haben wir vorgehabt, die Veranstaltung schon früher zu machen, im November. Das hat dann nicht so einfach funktioniert. Zum einen die Vorbereitung in der Bundesrepublik war nicht unbedingt, sag ich mal, ukrainische Gewerkschafter mit offenen Armen empfangen werden. Also es ist einfacher mit einem ukrainischen Schriftsteller oder ukrainischen Schriftstellerin was zu machen, als mit einem Bergarbeiter. Und natürlich auch aus der politischen Situation heraus, dass es in der Bundesrepublik mehr oder weniger 2 Lager gibt, die Ukraine nur aus der Konkurrenz oder aus dem Kampf zwischen dem Westen und dem Rest von Russland sehen. Und die Menschen in der Ukraine eigentlich in der Sichtweise und gerade die Arbeiter keine Rolle spielen. Er selber, er wird es dann auch noch erzählen, er arbeitet seit seinem 15. Lebensjahr in Bergwerken, in der 4. Generation. Er ist jetzt 27 und hat schon 8 Bergwerke durchgemacht. Er hat in der Mine gearbeitet, die im Separatistengebiet ist. Er arbeitet jetzt wieder in einer Mine, die auf der ukrainischen Seite liegt, 20 Kilometer von der Frontlinie weg. Seine Mutter lebt im Separatistengebiet. Im Separatistengebiet kann er nicht, er kann seine Mutter nicht besuchen, weil er eben Todesdrohungen hat. Im ukrainischen Gebiet hat man ihm mit Verhaftung gedroht und ist sein Haus durchsucht worden. Also es gibt einen erheblichen Teil der Bevölkerung, auch in der Ukraine, die in diesen, sage ich mal, tragischen, blutigen Zeiten eigentlich aufgerieben werden. Es ist jetzt eigentlich ein Zufall, darum hat es auch mit der Stuttgarter Zeitung, heute auch noch ein Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung gehabt, dass natürlich ein Jahr sich es jährt, dass die Janukowitsch-Regierung davongejagt wurde, der Aufstand am Maidan, und dass es natürlich gerade aktuell, ihr braucht ja jeden Tag die Zeitung lesen, dass dieser Krieg oder Stellvertreterkrieg, egal wie man es nennt, dass der immer blutiger wird. Also von daher denke ich, ist es ganz wichtig, auch aus erster Hand was zu erfahren. Ich will nur eins sagen, also ich bin ja persönlich, ich halte das Problem für eine russische Aggression. Aber wenn der Westen hier Krokodilstränen zerdrückt, da muss man sich nur mal das Visa-Regime anschauen. Also wie schwierig, selbst wenn alles organisiert ist,
wenn alles bezahlt wird, wenn solche Organisationen wie die Rosa-Luxemburg-Stiftung dahinter stehen, wie schwierig es ist, für ihn für sowas ein Visum zu bekommen. Oder wie die Lena, die ihn begleitet als Übersetzerin, wie schwierig es ist, für die ein Visum, ein neues Visum zu bekommen, obwohl es ein 3-Jahres-Visum hat. Also fast wäre die Veranstaltung wieder in die Hosen gegangen, wenigstens tagsüber, weil sie an der Grenze, weil sie gesagt haben, dein Visum, das gilt nur noch einen Tag, die restlichen Tage musst du wieder vorzeitig zurück. Also ein normaler Kontakt, was wir uns hier im Westen gar nicht vorstellen können, wo es ganz einfach ist eigentlich, woanders hinzufahren, also auch für uns ist es einfach, in die Ukraine zu fahren, du brauchst kein Visum. Aber umgekehrt ist es mit unheimlichen bürokratischen Hürden verbunden. Ich werde jetzt dem Pablo das Wort erteilen. Ich danke der Lena, die aus dem Russischen übersetzt. Also gerade in der Ostukraine sind ja alle zweisprachig. Von daher ist es natürlich einfacher bei uns jemanden zu finden, der aus dem Russischen übersetzt als aus dem Ukrainischen. So, vielen Dank. Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья. Guten Abend, die verehrte Kollegin, Freunde. Мне очень приятно, что вы пришли на мое выступление. Ich bin sehr dankbar, dass Sie hier gekommen sind, zu dieser Veranstaltung, wo ich auftrete. Я благодарен вам за то, что меня пригласили, фонду Розы Люксембург и другим, за то, что способствовали моему приезду сюда. Bin sehr dankbar allen Leuten und Rosa Luxemburg Stiftung, die dafür gesorgt haben, dass ich hier stehen kann. Путь сюда был нелегким, мне в последний день тут города решили вылететь. Das war gar nicht leicht hier zu kommen, nur am letzten Tag habe ich dann diese Genehmigung bekommen, um hier zu fliegen zu dürfen. Да, при выезде с Донбасса меня задержали на украинском блокпосту и очень долго проверяли, что я чуть не опоздал на поезд до Киева. Und dort auf dem Checkpoint auf der Donetsker Becken, ich wurde eine lange Zeit angehalten und die haben alle meine Papiere geprüft, so lange, dass ich schon dachte, dass ich den Zug nach Kiew verpasse. Я разделю мое выступление на несколько этапов. Ich werde meine Rede hier auf verschiedene Phasen durchteilen. Я расскажу немного о себе. Ich werde ein bisschen über mich selber erzählen. Расскажу немного о профсоюзе, Und dann über die Gewerkschaft werde ich auch etwas erzählen. О положении дел шахтеров Украины сейчас. Über die Situation bei den Bergarbeitern auf der Ukraine heute. И тогда вы будете мне задавать вопросы. То есть такая структура у меня сложилась по предыдущим выступлениям в Берлине и в Мюнхене. Dann können Sie mir Fragen stellen und diese Struktur habe ich so ausgebaut nach den Auftritten in Berlin und Я думаю, у вас не будет возражений к такому построению моего выступления. Ich hoffe, dass Sie ja, nichts dagegen haben, oder wenn ich meine, ja, meine Rede hier so strukturiere. So будет, да? Oder melden Sie sich bitte, falls Sie dann doch irgendwelche Einwände haben. Как вы уже знаете, меня зовут Лисянский Павел, я родился и вырос на Донбассе. Я горный инженер, шахтер в четвертом поколении. Ich bin Лисянский. Ich bin Лисянский Павел, ich bin in Донецка Бекин geboren, ich bin selber ein Bergarbeiter und schon in einer vierten Generation. Я с 15 лет работаю на шахте. Ich bin seit 15 Jahren auf der Mine. Вот.
Во время обучения в университете я первый в Донбассе создал независимый профсоюз студентов горняков Волчевске. In meinem Studium im Universität, ich war der erste, der eine unabhängige Gewerkschaft von den jungen Bergbauarbeiter gegründet hat. После окончания университета я вернулся работать на предприятие и вступил уже в независимый профсоюз горняков Украины. Nach dem Studium, nach meinem Diplom, dann bin ich zurückgekommen zu meiner vorigen Arbeitsstelle, zu dieser Mine, und da bin ich eingetreten bei diesem unabhängigen Gewerkschaft von den Bergarbeitern in der Ukraine. На данный момент я заместитель председателя независимого профсоюза горняков Украины, то есть по Украине. In the moment bin ich der Vorsitzende bei dieser Gewerkschaft in der Ukraine. Меня избрали буквально в конце 2014 года. Ich wurde gewählt am Ende, ja, beinahe ganz am Ende von 2014. Также я возглавляю организацию профсоюза в городе Лисичанске на шахте имени Мельникова. Ich bin auch Vorsitzende von einer Gewerkschaft in der Stadt Lisichansk auf dem Мельников-Мине. Наш устав профсоюза позволяет совмещать такие должности. Die Satzung von der Gewerkschaft ist erlaubt, diese beiden Positionen gleichzeitig zu belegen. Теперь о профсоюзе. Jetzt über die Gewerkschaft. Независимый профсоюз горняков Украины создался в 1991 году после крупномасштабной акции протеста шахтеров. Die unabhängige Gewerkschaft von den Bergarbeiter, ukrainische Bergarbeiter, wurde 1991 gegründet nach den großen Protesten von den Bergarbeitern in der Ukraine. Идея создания независимого профсоюза горняков Украины была в том, что официальные советские профсоюзы перестали защищать права трудящихся. Diese Idee von der Gründung von dieser unabhängigen Gewerkschaft ist deswegen den Leuten wurde ins Licht gekommen, weil die anderen Gewerkschaften, der staatlichen, die haben aufgehört, die Bergarbeit, ihre Interessen zu verteidigen oder denen beide Seiten zu stehen. В основном они занимались раздачей новогодних подарков и выделяли путевки для досуха рабочих. Die haben meistens Weihnachtsgeschenke verteilt und irgendwelche Reise. Urlaubsreisen, Geschenke und Urlaubsreisen verteilt und solche Begünstigungen für ihre Mitarbeiter ausgedacht haben. На данный момент в независимый профсоюз горняков Украины входит примерно 60 тысяч членов профсоюза. In dem Moment bei diesem unabhängigen Gewerkschaft von den Bergarbeitern in der Ukraine ungefähr 60.000 Mitglieder. Это чуть меньше половины всех работающих шахтеров в Украине. Das ist ein bisschen weniger als die Hälfte von allen Bergarbeitern, die in der Ukraine arbeiten. У нас очень сильный профсоюз, его лидер Михаил Волынец.
Wir haben eine sehr starke Gewerkschaft und unser Chef ist Michail Walenets. Давно работает, уже давно возглавляет профсоюз. Der ist Vorsitzender von dem Gewerkschaft und ist schon seit einer langen Zeit und erfahren. Вот. И также он и руководство профсоюза много делает для укрепления нашей организации. Und er selbst und die Gewerkschaft und Mitarbeiter von der Gewerkschaft machen sehr viel für den einfach Stärken von der Gewerkschaft, Strukturen. Но проводя собрание профсоюзов, мы пришли к выводу, что не сможем влиять одним отраслевым профсоюзом на политику, на политику социально-экономических интересов трудящихся всей Украины. Aber auf unseren Sitzungen und Gesprächen haben wir selber festgelegt, dass nur mit einem einzigen Gewerkschaft können wir die Politik, die soziale Politik in der Ukraine nicht wirklich beeinflussen können. И тогда мы создали Конфедерацию свободных профсоюзов Украины. Dann haben wir so eine Vereinigung von den unabhängigen Gewerkschaften der Ukraine gegründet. В нее входит около 10 отраслей. Ungefähr 10 Branchen sind dort einfach vereinigt. Основные организации – это железнодорожники. Das ist zum Beispiel Eisenbahn, Eisenbahner. Учителя. Lehrer. Медицинские работники. Ja, die Leute, die in der Medizin schaffen. Текстиль, работники легкой промышленности. Ja, das ist in Textilien und Textilfabriken und Branchen. Также есть еще работники морского транспорта. Dann auf der Flotte dann von den Binnenschiffen. Сейчас в конфедерацию входит 240 тысяч человек. In dem Moment in dieser Organisation sind ungefähr 240.000 Mitglieder. Но создавать независимые профсоюзы в Украине – это непростое занятие, потому что мы всегда испытываем давление администрации и других контролирующих органов. Aber so eine Gründung von einer unabhängigen Organisation von den Gewerkschaften ist keine leichte Sache in der Ukraine, weil wir immer dann einen Druck spüren von den staatlichen Organisationen und Strukturen. Und in der Ukraine sind сейчас две такие мощные профсоюзные структуры. Это Федерация профсоюзов Украины. Und deswegen in der Ukraine gibt es jetzt zwei starke gewerkschaftliche Organisationen. Eine ist unabhängige freie Gewerkschaftsvereinigung in der Ukraine und die andere ist föderale Vereinigung von den Gewerkschaften der Ukraine. Das heißt, eine ist, das ist eine andere государство, да? Которая федеральная. Нет, профсоюзы не государство все. Просто они пришли из профсоюза. Вот, советский. Die sagt, dass diese zweite, die ist von der Sowjetunion noch geblieben ist, dass diese gebliebene Gewerkschaft oder Gewerkschaftsstruktur. Вот, есть и другие профсоюзы. Но они очень маленькие и живут практически не выходя из-за предприятия. Und gibt es noch weitere Gewerkschaften, aber die sind sehr klein und meistens gehen nicht weiter aus dem Betrieb, wo sie präsent sind. Лидер
Конфедерации свободных профсоюзов Украины также является Михаил Волонец. Und der Vorsitzende, der Chef und, von dem, diesem Gewerkschaft ist auch Michael Volanets, das ist die Konfederation von diesem Monarchien. Struktura naszych profsoyuzov построена от низа кверху. Unsere Struktur von der Gewerkschaft ist von unten nach oben gebaut. То есть нам не могут приказать сверху, чтобы внизу профсоюзы исполняли решения там четырех или пяти начальников. Das heißt, dass wir kriegen keine Befehle von oben und werden die bzw. nicht ausführen, dass uns dann irgendwelche Chefs von oben dann Befehle verteilen. Das gibt's. Все решает совет председателей или общее собрание. Das alles wird bei der Mitgliederversammlung entschieden oder dann bei den Betriebs- oder Vorstands- Собрание руководителей профсоюзных организаций. Das ist oder bei der Sitzung, wo dann alle Vorsitzende von verschiedenen Gewerkschaften zusammen sind, dort wird entschieden. И без этого решения, то есть ни председатель профсоюза, ни заместитель профсоюза не имеют права что-то заявлять от имени профсоюза или проводить какие-то действия от имени профсоюза. Und ohne diese Entscheidung von diesen zwei Organisationen, keine Vorsitzende von Gewerkschaft oder dann ähnliche Organisation kann uns sagen, was wir machen sollen. В остальных отраслях, ну, в принципе, это не надо. Ну, вкратце это и все о профсоюзе. Если у вас будут какие-то вопросы, то вы их зададите по структуре. Das ist eigentlich alles, was ich über die Gewerkschaftsstruktur sagen kann. Und falls Sie irgendwelche Fragen haben, dann können Sie jetzt fragen. Теперь я расскажу о положении горняков в украинских шахтеров в Украине. Jetzt werde ich über die momentane Situation bei den Bergarbeiten in der Ukraine erzählen. Там действительно очень плохое, у нас сейчас у горняков, у шахтеров очень плохое положение дел. Правительство приняло решение больше не дотировать угольную отрасль. Jetzt, das ist wirklich sehr schwere und schlechte Situation bei den Bergarbeitern in der Ukraine, weil der Staat hat eine Entscheidung getroffen, keine Subventionen in diese Branche einfach fließen zu lassen. И отрасль, естественно, к такому резкому скачку была не готова. Und zu so einer raschen Veränderung, Kursveränderung war die Branche nicht vorbereitet. И соответственно, мы профсоюзы очень мы против такого решения. И буквально в Украине под кабинетом министра была проведена акция протеста, куда приехали все шахтеры, да, профсоюзы организовали, причем Natürlich, die Gewerkschaft sind mit dieser Situation nicht einverstanden und genau heute war eine Protestaktion, genau dann vor der Tür, bei den, wo die Minister sind, bei dem Ministerium. Ja, die Leute haben sich gesammelt und protestiert. In Kiew oder in Kiew? Kiew. И там принимал участие не только наш профсоюз, а все профсоюзы. В этой ситуации мы все объединились для защиты своих социально-экономических интересов, прав трудящихся. Das war nicht nur seine Gewerkschaft dabei, sondern auch viele andere Gewerkschaften sind zusammengekommen, um gemeinsame Interessen zu verteidigen. Основной лозунг был этого мероприятия «Правительство в шахту». Der Motto von diesem Protest war einfach, die Regierung einfach in die Mine reinschieben, oder?
Вот. Но я также забыл сказать, я свой рассказ о шахтах разделю на две части. Я расскажу о шахтерах, которые на украинской территории, и о шахтерах, те, которые на подконтрольной территории ДНР и ЛНР. Сепаратисты. Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика. Jetzt wird auf zwei Teilen über die Situation bei den Bergarbeitern in der Ukraine erzählen, aus der Sicht von den Bergarbeitern, die auf der ukrainischen Seite jetzt geblieben sind, und auf der Seite, die im Moment unter sogenannten Separatisten unter Kontrolle haben. Вот, как я уже сказал, сегодня мы проводим акцию протеста. И мы выступаем за то, что наши основные требования, что угольную отрасль ни в коем случае нельзя ликвидировать. Правительство, мы предлагаем правительству, чтобы оно модернизировало угольную промышленность и добывало тот уголь, который и так необходим нашей стране. Und der Hauptpunkt oder Thema von diesen Protesten, die heute stattgefunden haben, war, dass man darf den Bergbau gar nicht kaputt machen, nicht vernichten, sondern umgekehrt, man muss da rein investieren, damit sie auch auf modernem Niveau auch arbeiten kann, diese Branche. Правительство еще в мае месяце издало указ о закрытии шахт. Regierung hat noch im Mai eine Befehl oder wie heißt das? Erlass gemacht hat, dass die Minen in der Ukraine geschlossen sein sollen. Kurze Zwischenfrage, um was für Minen geht es? Ist es nur Kohle oder ist es Eisenerz? Und wohin gehen die Rohstoffe? Он спрашивает, о каких вообще шахтах речь идет, об угольных или обо всех там, где железо? Угольных. Das ist im Moment über Kohle. Угольных. Es wird nur in der Ukraine verbraucht, oder geht es auch in den Westen? Сейчас я рассказываю про украинские шахты. Ich habe es jetzt... Wohin geht die Kohle? Попросите, что я сейчас расскажу, как бы, а потом на вопросы я все отвечу. Ich habe gerade darum gebeten, dass wird jetzt alles noch bis zu Ende erzählen, was sich vorgehabt hat, und dann kann alle Fragen beantworten. И в мае они хотели закрыть, но мы не даем, Мы всегда протестуем. Акция протеста была в октябре, сейчас вот большая акция протеста. Вот. И на данный момент пока ни одной шахты из той, которую планировали закрыть, не закрыты. Und nach diesem Befehlerlass im Mai, um dann diese Schließung von den Minen, gab es Proteste, die gehen bis jetzt, war ein großer Protest im Oktober und auch jetzt, und die verteidigen ihre Minen vor der Schließung. Но правительство не сдается, оно принимает все новые идеи под... Абдиригирунг gibt auch nicht auf, sie hat immer wieder neue Ideen. Вот, и пытается как-то оптимизировать, сократить персонал. Und versucht einfach die Prozesse zu optimieren, damit man dann Personal reduziert. Ну, мы... принимаем это двое и всячески отвечаем на ихние попытки. Aber wir sind schon bereit und einfach auf diese Versuche dann ja unsere mit unserer Strategie uns verteidigen und gegensetzen. В принципе, на данный момент на государственных шахтах, те, которые находятся под контролем Украины, зарплата выплачивается и как бы проблем нету, только вот единственное с закрытием предприятий. И так, в принципе, у нас есть диалог, мы ведем его в законном поле. Das heißt, im Moment die Situation auf den diesen Minen oder bei den Bergarbeitern in der Ukraine, in diesem offiziellen Teil,
von der Ukraine. Ist nicht schlecht, die Leute kriegen ihren Lohn regelmäßig, nur dann kämpfen gegen die Schließung von den Minen. Намного хуже дела обстоят на шахтах, которые находятся под контролем сепаратистов ДНР и ЛНР. Как я говорил. Das viel schlechtere Situation ist im Moment dort, wo diese Minen sind unter der Kontrolle von zwei Parteien, von dieser Luganska Partei und Donetska Partei, die hier mehr bekannt sind als Separatisten oder dann diese Volksrepubliken. Aber jeder versteht, um was es geht. Правительство Украины приняло решение, что те шахты, которые находятся на неподконтрольной территории Украины, прекратило финансирование еще в августе месяце. Und deswegen die Regierung aus der offizielle Regierung aus der Ukraine hat schon im August die Finanzierung von diesen Minen, die auf diesem Gebiet Kriegsgebiet sich befinden, einfach unterstellt. Но там также есть наши профсоюзные организации на той территории. Aber wir haben trotzdem dort auch Gewerkschaften auch auf diesen Gebieten. И по украинскому законодательству. Und nach dem ukrainischen Gesetz. За простое предприятие не по вине работника. Und auf dem, nach dem ukrainischen Gesetz, wenn dann der Arbeiter seine Arbeit nicht ausführen kann, nicht wegen seiner eigenen Schuld, sondern wegen anderen Gründen, muss die Regierung soll denen zwei Drittel von ihrem Lohn einfach erstatten. Вот. И мы активно выступаем за то, чтобы мы считаем, что данная позиция, ну что данная ситуация случилась, конечно же, не по вине работников. Deswegen, weil wir so die Meinung sind, dass diese Situation nicht auf der Schuld von den Arbeitern selbst auf sie zu bekommen. И мы в законном порядке подаем в суды для того, чтобы работникам выплатили заработную плату. Und deswegen wir einfach in ganz normalen gerichtlichen Wegen stellen Klagen vor den Gerichten, damit die Arbeiter Lohn bekommen könnten. Но это, но премьер-министр ДНР Захарченко. Aber der Premierminister von dieser Donetsk Republik, Zakharchenko, на letzten Woche, собирал представителей профсоюзов и директоров шахт, hat alle die Vertreter von den Gewerkschaften und die Chefs von diesen Schachten bei sich gesammelt. И в одностороннем порядке вынес свое, можно сказать, такое весомое предложение. Und hat in eine einseitige Entscheidung dabei getroffen. Чтобы увеличить рабочий день шахтеров с 6 часов до 8. Dass der Arbeitstag von den Bergbauern wird von 6 auf 8 Stunden. Также сократить отпуск рабочего с 58 дней до 24. Und dabei wird den Urlaub von Werkarbeiter von 54 Tage auf 28 Tage reduziert. И он предлагает запретить несколько профсоюзов для того, чтобы только был один. Und er will viele Gewerkschaften verbieten lassen, damit nur eine einzige bleibt. Потому что, по его мнению, несколько профсоюзов это неправильно, и с одним будет намного лучше.
weil er meint, dass es nicht richtig ist, mit den mehreren Gewerkschaften zu tun zu haben und will lieber mit einem. Вот. И одна проблема профсоюзов шахтеров на неподконтрольной территории Украины. Проблема шахтеров и профсоюзных лидеров на неподконтрольной территории Украины. То, что вот он хочет один сказать, да? Нет, я дальше продолжу. Und es gibt ein Problem auf diesem Gebiet, der nicht unter der Kontrolle von der ukrainischen Regierung ist, von den Gewerkschaften. Это то, что у них нет свободы на мирный протест или акцию протеста. Das ist das, was dass sie überhaupt keine Freiheit und Möglichkeit haben, für die frei zu protestieren, friedlich zu protestieren. Их сразу арестуют. Weil die werden sofort dann festgenommen. Или могут даже признать о том, что они это делают специально для того, чтобы режим Донецкой Народной Республики, и их могут даже расстрелять. Beziehungsweise das kann auch dazu führen, dass sie dann unter dem Gesetz kommen, dass sie gegen die Regierung von diesen Separatisten, von dieser Regierung, die dort gerade in diesem Gebiet herrscht, sich entgegensetzen und sie können deswegen auch erschossen werden. Nas. Две недели назад был, for даже не неделю назад, была трагедия, мы хоронили нашего товарища. Haben wir ein sehr tragisches Erlebnis gehabt, wir haben unseren Kamerad, unseren Kollegen beerdigt. Он был профсоюзным лидером. Der war auch ein Chef, ein Leader von einem, von einer Gewerkschaft. В городе Солидар. In der Stadt Solidar, Донецкий край. Он пропал в июле 2014 года, когда город был под контролем сепаратистов. In Juli 2014 ist er verschwunden. Das war in der Zeit, als die Stadt unter der Kontrolle der Separatisten war. И его нашли только в январе месяце. Und er wurde nur jetzt im Januar gefunden. В соляной, ну, в яме, во враге, скажите, за пределами города. In einem Graben am Rand der Stadt oder außerhalb der Stadt. Как подтвердила экспертиза, у него было перерезано горло и были огнестрельные ранения. Der Obduktionsbericht nach dem wurde die Kehle geschnitten. Und dann Schusswaffen, die Spuren von den Schüssen. Как говорит следствие, милиция, следствие, как заявляет о том, что его убили сепаратисты по чему-то заказу. Nach dem polizeilichen Bericht, das ist zu vermuten, dass der wurde von den Separatisten getötet, in so einem bestellten, sogenannten bestellten Mord. Но следствие еще идет. Aber die... Die Untersuchung. Manchmal dann einfach, das Wort fällt nicht mehr. Aber die Untersuchungen dann laufen. У него была проукраинская оппозиция, и он ее открыто высказывал, не боялся. Der hat eine pro-ukrainische Position gehabt und darüber offen gesprochen. Мы профсоюз аполитичный, и у нас в ходе члены профсоюза мы не спрашиваем, кто принадлежит какой партии, и у каждого члена профсоюза, также руководителя профсоюзных организаций, у них у каждого свое мнение. Wir sind eigentlich nicht politische Gewerkschaft und wir haben alle unsere verschiedenen politische Meinungen und das spielt aber bei der Arbeit. В этом и есть главное различие
горняков на украинской территории и на подконтрольной территории сепаратистам о том, что мы хотя бы можем провести акцию протеста, можем потребовать свою заработную плату в законном, в правовом поле, мы можем обратиться в суды, и мы можем вплоть дойти до Европейского суда и в конце концов решить свой вопрос. Und das ist dieser Unterschied zwischen den Bergarbeitern auf dem, in dem ukrainischen Gebiet, dass wir mindestens unseren Lohn bekommen können. Wir können dann friedlich protestieren. Wir können dann im ganz normalen offiziellen Wegen vor den Gerichten stehen und für unsere Rechte kämpfen. Und was Сепаратистам в этом регионе не могли. На той территории, к сожалению, такого сделать нельзя. Und das dort das nicht möglich solche Aktionen. Я знаю, о чем говорю, потому что я полгода работал на шахте на неподконтрольной территории Украины. Ich weiß, über was ich spreche, weil ich сколько полгода? Das war ich ein halbes Jahr dort auf diesem Gebiet gearbeitet habe, der nicht unter der Kontrolle von der Ukraine ist. Und im Oktober musste ich in die Stadt Lysychansk umziehen. Требования шахтеров Украины к правительству являются по отношению к ведению политики на угольных шахтах следующее. Unsere Förderung zu der ukrainischen Regierung von unserem Gewerkschaft ist. Это сделать пятилетнюю программу реконструкции угольных предприятий. Das ist dann fünfjähriger Plan von der Rekonstruierung und Modernisierung der Minen auf der ukrainischen. Подготовить рабочих к сокращению, предоставив, если то есть если они будут сокращать рабочих, то они обязаны предоставить новое место работы. Und die Leute, wenn sie dann die Personal reduzieren wollen, dann sollen sie dann auch die Bergarbeiter dazu vorbereiten und ihnen Angebote machen, wo sie sonst arbeiten können. Также те предприятия, на которые есть запасы угля, их необходимо развивать и вложивать деньги в их развитие. Und dort bei den Minen, wo man noch große Ressourcen, Kohleressourcen hat, da muss man dann Investitionen machen, damit sie sich weiterentwickeln können. Основной наш посыл, наша сообщение правительству о том, что нельзя вот так вот сразу взять и закрыть все шахты и выбросить на улицу 150 тысяч рабочих. Unsere Hauptbotschaft an die ukrainische Regierung ist, dass man darf auf keinen Fall so plötzlich 140.000 Menschen, Bergarbeiter, einfach auf die Straße lassen und die Betriebe schließen. Если мы понимаем, что есть такие предприятия, которые действительно уже подлежат закрытию, но... Wir verstehen, dass gibt es auch einige Betriebe, die man schließen soll, aber... Но это необходимо делать постепенно, для того, чтобы сократить определенное количество работающих, необходимо создать новые рабочие места в этом регионе. Aber dann muss ein Schritt nach dem anderen machen und um die Leute zu entlassen, muss man denen auch für sie dann auch andere Arbeitsplätze zuerst vorbereiten. Потому что правительство обучило очень много молодых горных инженеров. Weil die Regierung hat eigentlich
schon in diese Bergbauingenieure, junge Bergbauingenieure rein investiert. Которые обучались за счет госбюджета и трудоустроились на предприятии, проработали всего лишь 1-2 года. Die wurden eigentlich von den staatlichen Kosten, haben ihr Studium absolviert und haben nur 1 oder 2 Jahre dann arbeiten durften. То есть напрямую связали свою жизнь с угольной промышленностью в Украине. Weil sie dann sich direkt ihr Leben einfach verbunden haben mit dem Bergbau auf der Ukraine. И теперь у них нет выбора, им необходимо либо переучиться, либо найти другое место работы, либо вообще уехать из Украины. Und jetzt haben sie dann keine Wahl oder schlechte Wahl, was sollen sie tun, mit diesem Beruf aufhören oder dann einen anderen Beruf lernen oder überhaupt aus der Ukraine wegreisen, ausreisen. И также не надо забывать, что молодые инженеры – это все-таки молодежь, это наше поколение, которое фактически уедет в Украину. Это будет очень глобальная большая ошибка правительства. Man soll dabei nicht vergessen, dass die jungen Ingenieure, die sind junge Leute, das ist eigentlich die Zukunft von der Ukraine. Und wenn sie weg sind, das ist ein Verlust auch für die ganze Stadt. Но пока нам удается сдерживать правительство, и мы оттягиваем закрытие шахт. Im Moment uns gelingt einfach die Schließung der Minen zu bremsen diesen Protest, beziehungsweise dass er nicht zustande kommt. Не даем правительству, сдерживаем правительство в отношении закрытия шахт. Die bremsen im Moment der Stadt bei der Schließung von den Minen. И, но они решительно настроены. В правительство вошли иностранцы, которые вводят эти непопулярные, эти социальные реформы. Aber die haben jetzt sehr ganz andere starke Meinung, weil in der Regierung sind jetzt die Ausländer oder ja, die Leute aus die Nicht-Ukraine reingekommen und die versuchen diese Sanktionen einfach einzuführen. Прежде чем мы перейдем к политическим вопросам. Before we to the politischen Fragen gehen. Скажу, что позиция нашего профсоюза. Ich möchte sagen, dass die Position von unserem Gewerkschaft. Мы за единую, целую, независимую Украину. Wir sind für die gesamte einheitliche Ukraine. Но мы против войны и против тех. Wir sind gegen Krieg und blutige Schlachten und Gefechte. Если есть какие-то инициативы о федерализации регионов, то мы за то, чтобы это проходило все через мирные договоренности в правовом поле. Wenn irgendwelche staatliche Maßnahmen gibt es auch auf der Regionalebene, wir sind dafür, dass es alles auf dem gesetzlichen Weg und sozialen Weg geregelt wird. Общаясь с рабочими на украинской территории и на территории ДНР, ЛНР. In diesen Kommunikation und zwischen den Bergarbeitern auf dem ukrainischen Gebiet und auf dem Gebiet von Donetsk und Luganska Republik. Они говорят, что они не хотят войны, не хотят кровопролития, они хотят, чтобы все было как раньше, чтобы они работали в угольной промышленности, добывая уголь и кормили свои семьи. Und aus den Gesprächen von diesen gegenseitigen im Moment Bergarbeiter, Gewerkschaften und mit den Leuten selbst, man sieht, dass sie wollen nichts Einziges, als dieses Krieg zu Ende geht, dass sie ihre Arbeit ausführen dürfen, dass sie ihre Familien und Angehörige ernähren können.
Ну, я вам рассказал вкратце основные проблемы шахтеров, рассказал про профсоюз, и думаю, вам будет намного интереснее, если вы начнете задавать мне вопросы. Ich habe jetzt über die Gewerkschaft und Gewerkschaftsstrukturen jetzt euch dann kurz und großem und ganzem ein bisschen erzählt und wahrscheinlich wird es interessanter, wenn Sie mir Fragen stellen werden und was euch interessiert. Ja, ich denke, wir sollten zumachen, dass man immer, auch wegen der Übersetzung, also dass man einer Frage nach der anderen und bitte keine Co-Referate, weil sonst wird es wirklich schwierig. Und wie wird überhaupt entschieden? Wird dann erzählst, oder? Ich versuche mich zu erinnern, wer früher dran war. Ne? Also, okay, weil und dann, weil ich kann dass wir auch die unterschiedlichen haben und nicht jemand mehrere Fragen gleich hintereinander beantworten kriegt. Also, bitte. Darf ich vorerst in Russisch meine Frage stellen? Nein, dann, nein, bitte nicht. Bitte also, nicht. Ich verstehe nicht, wie Sie sagen, wo Sie haben. Kann man gleich das Schatten? Das kann man schon mal durchgreifen. Okay. Was hat er jetzt gesagt? Wem die hören die Minen einfach? Wir die Minen. Also, wird das Stadt. Ob die staatlich sind oder dann sonst Besitzer haben, das da, das у них есть частные владельцы или это государственные? А в Украине шахты разделены на две собственности: государственный сектор и частный сектор. Большинство частных шахт принадлежат олигарху Ринату Ахметову. Это Украина. Das ist eigentlich eine allgemeine Frage zu Rabia. Und in der Ukraine sind zwei, die Minen sind auf zwei Richtungen geteilt. Gibt es staatliche und gibt es private. Und die private, die gehören meistens dem Oligarchen Ринат Ахметов. Ринат Ахметов. Auf beiden Seiten. Das ist aus двух сторон. В одном и в другом районе, или вот сейчас то, что там сопротивляется? Да нет, я не могу так, ну, видите, дискуссию, я не пойму, вот, там говорят. Нет, то есть, ну, вот сейчас вопрос был такой, на каких сторонах, то есть кому принадлежат эти шахты, только на украинской территории или вот на этой луганской? Да, нет, шахты есть частные и на украинской территории, и не на украинской территории. Точно так же и государственные шахты. Они есть на украинской территории, но есть и на, уже на подконтрольной территории сепаратистам. Курс gesagt, beide Seiten. Dann auf den beiden Gebieten gibt es solche staatliche und private. Der Oligarch ist auch auf beiden Seiten der gleiche. И то есть у того же самого олигарха этого Ахметова или разные там олигархи? Да, олигарх Ахметов. В основном, да. Das in großem und ganzen, das ist die gehören diesem Oligarchen Ренат Ахметов. Okay, nur eine Nachfrage. Aber, nur zu meinem Verständnis, geht es hier um Dnipropetrovskaya Oblast oder um Донбасс? Welche, also gibt es da und da hier? Это шахты на Днепропетровской области или в Донецке? Подождите, я вам говорю за всю территорию Украины. Шахты есть на территории Украины, это Луганская область, Донецкая область, есть шахты во Львове, есть шахты на Волыне, есть шахты также в Кривом Рогу, это рудничные шахты, есть шахты в городе Солидар, соляные шахты. Я вам сейчас сказал за все шахты. Ich werde jetzt nicht alle Städte jetzt hier erwähnen, aber er hat gesagt, es gibt sehr viele Minen in den verschiedenen Städten. Aber bitte jetzt kein Dialog. Он сказал на обоих территориях. Еще не про die Einheit der Arbeiterinnen und Arbeiter zu gewährleisten, beziehungsweise in der Ukraine etwas ganz anderes. Es gibt eine ziemlich tiefe Spaltung durch die Arbeiter. Was ist die Gewerkschaften, um was entgegenzusetzen, auch ganz konkret, warum organisiert ihr keinen politischen Streik gegen den Krieg?
значит, он говорит, что главная работа профсоюзов является то, чтобы объединить всех рабочих. В данный момент ситуация, на самом деле, есть раскол, определенные противостояния. И почему ваш профсоюз не выступает против вот этого политического против войны? Насколько я знаю, используя свой профсоюзный опыт, основная задача профсоюзов, в том, как бы, классических профсоюзов, защита и отстаивание социально-экономических прав рабочих. So viel ich weiß, nach meiner Arbeit bei der Gewerkschaft, dass die Hauptziel von der Gewerkschaft ist einfach die Rechte von den Arbeitern in sozialem und ja, Arbeitsbereich. Я вам также сказал позицию профсоюза нашего. Ich habe über die Position von unserer Gewerkschaft schon gesprochen. Мы за единую, независимую Украину, чтобы все области оставались в ее составе. Wir sind für einheitliche Ukraine, damit die alle Landkreise werden bleiben in dieser Einheit. Но если есть инициатива от людей о федерализации определенных регионов, aber wenn da Initiativen gibt über die Verstaatlichung von Föderalisierung, ja, was heißt das, Verstaatlichung, Föderalisierung von den Organisationen? Bitte, 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 lass, mach's nicht ganz chaotisch. То мы за то, чтобы это проходило путем мирного диалога. Dann wollen wir, dass es auf einem friedlichen Dialog stattfindet. И ни в коем случае без войны и без кровопролития. Ohne Krieg und ohne Blut zu vergessen. Потому что у нас есть члены профсоюза как на Западной Украине, так и на Восточной. Wir haben Gewerkschaftsmitglieder sowie auf dem westlichen und auch auf östlichen Teil der Ukraine. И поэтому, если мы начнем ввязываться в политику и обсуждать, кто какую больше партию поддерживает, то мы просто распадемся. Und wenn wir dann uns in die Politik einwickeln lassen, dann werden die Fragen stellen, wer für welche Partei steht, dann werden wir uns dann voll verspalten und verlieren. Мы сейчас боремся активно против закрытия шахт, выступаем против решения правительства. Wir einfach jetzt alles dagegen unternehmen vor der Minenschließung und diese Entscheidung von der Regierung. А для того, чтобы мирить, есть много общественных организаций, есть инициативы правительства по урегулированию минских договоренностей, мирный диалог, да, а профсоюзы должны заниматься своим делом. Und für diese friedlichen Entscheidungen, Demonstrationen und andere Maßnahmen, da gibt es auch andere Organisationen, die in diese Prozesse involviert sind, in diesen Minsker friedlichen Dialog. Und wir sind einfach dafür da, um unseren Bergarbeitern normales Leben und Arbeiten gewährleisten. Einfach noch mal kurz zu der Minenschließung. Was ist der Grund dafür? Also aus ökologischer oder wirtschaftlicher Sicht ist es ja gut, wenn Minen geschlossen werden, aber wahrscheinlich steckt es bei der Ukraine nicht dahinter. Also ist die Produktion zu teuer? Moment, чем причина, почему хотят закрывать шахты? То есть говорит, само по себе может быть для экологии это неплохо, но по какой причине они хотят закрыть? Там нету угля уже или еще что? Они невыгодны, не рентабельны? Они не рентабельны. Все шахты находятся на государственной дотации. То есть зарплату шахтеры получают из государственного бюджета. Die sind schon angewiesen immer an die staatlichen Zuschüsse, an diese Subventionen von der Stadt. Die sind selber nicht wirklich, sag mal so, ins Gewinn bringen. Я еще не закончил. Я мужчина. Но это произошло из-за того, что
начиная с независимости Украины, в некоторые шахты правительство не вложило ни копейки. Das aber die Situation ist deswegen so geworden, dass sie nicht rentabel sind, weil die Regierung hat keine Investitionen gemacht in die Modernisierung von diesen Minen. И в Украине запасов угля на 400 лет. Und die Ukraine hat die Ressourcen, Kohleressourcen für 400 Jahre. И если вложить средства, то она начнет приносить прибыль. Und wenn man richtig in den Bergbau investiert, dann sie wird auch Gewinn bringen, diese Branche. В секторе также были и прибыльные предприятия. Aber in den zwischen den staatlichen Betrieben gab es auch dann diejenigen, die dann auch Gewinn schaffen. Но в 2019 году президент Янукович разрешил олигарху Ринату Ахметову взять самое крупное угольное предприятие в концессию на 49 лет. Концессия – это долгосрочная аренда. Это 2011? Да. Aber im Jahre 2011 der vorige Präsident der Ukraine, Janukowitsch, hat erlaubt, dem Oligarchen Renat Achmetow für 49 Jahre einfach in der langfristige, dauerhafte Pacht von diesen Minen reinzukommen, vertraglich reinzukommen. И таким образом получилось, что правительство все самое лучшее поддавало в частные руки, а в Украине остались только убыточные предприятия. Und deswegen ist dazu gekommen, dass die beste und die Gewinn bringen können, solche Minen sind in die private Hände geraten, in diese Hand von Renat Achmetow. Und diejenigen, die meistens Verlust oder Modernisierung brauchen, sind bei der Ukraine geblieben, staatlich geblieben. Но рабочие же не виноваты, что правительство проводило вот такую вот политику. Aber die Arbeiter sind selber nicht schuld daran, wegen solcher staatlicher Politik. Wo geht die ukrainische Kohle hin? Wer sind die Abgabe? Кто, кому поступает уголь с Украины основным образом? В Украине уголь добывается трех видов. Это энергетический уголь, как сушащийся уголь, и бытовой уголь для нужд населения и котельных там. Для маленьких городов. Да куда? На Украину? Да, это в Украине. Ага. Не, он только на Украине. Стоп. Переведите сначала, что уголь в Украине добывается трех видов. In der Ukraine wird der Kohle von drei verschiedenen Sorten gewonnen. Das ist dann für Energiezwecke, dann diese mit Koks. Koks. Ja, Kokskohle. Und dann für die allgemeine Zwecke, die Verbrauch von den Menschen. В основном уголь идет также на экспорт. Und der Kohle auch natürlich zu Export gehen. Его, я знаю, покупала Болгария. На Bulgarien zum Beispiel. Также мы экспортировали в Белоруссию. Und Weißrussland, nach Weißrussland. На самом деле очень многие частные компании разных стран покупают наш уголь, потому что он по качеству очень хороший. Очень хороший, и цена тоже невысокая. Так, dass viele private Firmen aus verschiedenen Ländern kaufen die ukrainische Kohle, weil die hat gute Qualität und relativ niedrige Preis. И коксующийся уголь, он идет, как правило, на металлургию большим металлургическим заводом. И все эти заводы, они частные. Где, на Украине? Да. Und diese Kokskohle, die gehen meistens in diese Metall. Stahlwerk. Stahlwerk. Und für diese ukrainische Betriebe, ukrainische Stahlwerke werden dafür. Seine Privatmine, ja?
здесь вот те шахты, которые принадлежат Ринату Ахметову. То есть люди получают деньги от кого? От государства или от Рината Ахметова? А, нет, деньги платят. Я понял. Деньги им платит Ринат Ахметов, так как он взял предприятие в долгосрочную аренду. Das Geld bekommen Sie von Ренат Ахметов, weil der hat diese Minen auf dauerhafte Pacht. И он из той прибыли, которую он получает, он платит рабочим. Und von dem Gewinn, der von diesen Minen bekommt, zahlt er auch den Lohn. Государство не касается. Der Staat ist, bleibt außen vor. Нет, может, я имел в виду украинскую территорию. Я говорил о предприятиях, которые на подконтрольной территории и не на подконтрольной территории Украины. Der hat über diesen Minen auf zwei Gebieten gesprochen, die unter Kontrolle von der Ukraine ist und nicht unter Kontrolle. На неподконтрольной территории Украины правительство приняло решение не финансировать эти предприятия угольные государственного сектора. Und auf diesem Gebiet, dort wo ja dieses unter Separatistenkontrolle steht, die Regierung hat jetzt Beschluss erfasst, dass die werden in diese staatlichen Minen nichts investieren. Keine Löhne mehr zahlen und überhaupt keine Investitionen, genau, und keine Löhne natürlich, keine Finanzierung überhaupt für diese Minen, die dort auf diesen Kriegsgebieten sich befinden. Aber wird dann noch gearbeitet auf diesen Minen? Dann arbeitet man, glaube ich, in этих. Вот там, на этих военных территориях. Да, работают люди, они пытаются добывать уголь уже тем, они добывают уголь и они сами его продают. Это они совершают под контролем, конечно, правительства ДНР. Doch die auf diesen Minen, dort auf diesem Kriegsgebiet, die arbeiten immer noch und die Arbeiter haben einfach in eigene Hand alles genommen. Die gewinnen die Kohle und verkaufen sie selber, schon unter der Kontrolle von dieser Regierung von Donetsk Republik. Aber das ist so ein bisschen. In den Bergwerken, die Kumpel in den Bergwerken von den Oligarchen, bekommen die noch Lohn und funktionieren die noch regulär oder sind auch die selbst organisiert und werden schwarz verkauft? Он говорит, что вот эти, которые шахты, которые под, ну, я понял, у олигархам принадлежат, то есть там люди тоже могут сами продавать уголь или там все под контролем этого олигарха находится? Нет, олигарх договорился с правительством непризнанных республик, и на его предприятии, работает не в полную силу, но все-таки работает, и то руководство, которое было, оно осталось управлять. И он деньги платит? Да, начисляет на карту. Dort в diese Minen, die dem Oligarchen gehören, die Leute arbeiten können und arbeiten, weil er hat mit dieser Regierung, mit provisorischer Regierung von Donetsk, Luhansk Republik, so ein Abkommen gekommen, dass die Arbeiten weiter ausgeführt werden und die Löhne werden bezahlt und er beweist das Geld denen auf dem Konto. Wie sagt er das? Im Moment funktioniert hier doch diese Es gibt jetzt andere, die.
Ich werde dann die Frage jetzt trotzdem übersetzen, wie kann dieser Oligarch jetzt das Geld auf den Konten von Bergarbeitern überweisen, weil angeblich dieses finanzielle System und Transfer nicht funktioniert. Деньги поступают людям на карточные счета. И с карточных счетов люди едут либо на территорию Украины, либо на территорию России и снимают эти деньги в банкоматах. Das Geld wird überwiesen auf den Kontokarten und mit diesen Karten fahren die Leute oder auf ukrainischen Gebieten oder auf den russischen und dort in Geldautomat das Geld abzuheben. Ich wollte fragen oder sagen, bei uns wird auch in den Medien immer geschrieben, dass die Menschen frieren, ja? Oder im Separatistengebiet vor allen Dingen, so fasse ich es auf. Wie ist das mit der Kohle? Also okay, wenn ich kein Geld habe, kann ich keine kaufen, oder? Kann man da ein bisschen was dazu sagen? Oder mit dem Verteiler? Oder? Говорит, вопрос такой, то есть в средствах массовой информации сейчас время сообщается, что люди мерзнут, и не только на территории, там, где вот сейчас сепаратист, а, скажем, на вот, украинской территории. Если есть уголь, то почему это все происходит? Отсутствие электроэнергии. То есть из-за частых артобстрелов, то есть на линии фронта, около фронта, артобстрелами перебивают линии передач и отсутствует электроэнергия. Meistens die Probleme mit dem Stromleitung und Übertragung von dieser Elektrizität, weil wegen den Gefechten dann gehen diese Übertragungslinien dann für Strom kaputt. А вы же знаете, что для того, даже чтобы работала котельная, ну, или насос должен работать, и без электричества это не работает. Und auch dann, wenn man einen so Kesselraum hat, der mit der Kohle arbeitet, da hat er trotzdem Pumpen und dann andere Geräte, dann immer diese Elektrizität brauchen und deswegen funktioniert dann auch nicht mehr. Okay. Ist ja immer so der Streit gewesen zwischen Ukraine und Russland um die Gaspreise. Und erfahren wir, im Prinzip bräuchte die Ukraine offensichtlich doch die Energie eigentlich. Also sie haben einen Mangel an Energie und müssen doch von Russland Gas importieren. Also das ist ja ein gewisser Widerspruch, wollte ich einfach mal wissen, wie die. Хочет узнать, как вот с этим вопросом дело обстоит, что все время были споры между Россией и Украиной по поводу оплаты за газ. То есть, с одной стороны, мы сейчас говорим про уголь, а с другой стороны, то есть газ мог бы решить очень многие проблемы. Как вообще, вот, что вы по этому поводу скажете? Ну так Украина рассчитывается на газ перед Россией, выплачивает. Естественно, там есть долги, но они же не отказываются. Украинское правительство погашает. Украинская регионок долг bezahlt das Geld, die haben noch Schulden, aber das wird dann die russische Regierung dann immer das Geld überwiesen. Вы имеете в виду, что газом, ну, как газ может, я не понял вопрос, как может газ решить? Ich habe nicht ganz die Frage verstanden, was ist denn dieser Zusammenhang zwischen Kohle und Gas? Und ja, ich meine, beide sind Energieträger und wenn die Ukraine also Energie importieren muss und auf der anderen Seite werden Kohlebergwerke geschlossen, das ist für mich eigentlich. Das konnte man eigentlich mit eigenen Kohlenergie. Da wollte ich einfach eine Stellungnahme dazu. Deswegen говорит, что вот как раз он видит, что в этом противоречит, что с одной стороны нет денег или проблемы с покупкой газа от России, а с другой стороны могли бы сами себя обеспечить как раз с помощью угля и угольных. Ну да, действительно так, мы это тоже задаем правительству о том, что углем можно было бы заменить в некоторых моментах газ, но понимаете, в чем дело. Er sieht eigentlich genau so, wie Sie das sagen, das könnte man dann eigentlich diese Bereiche ausgleichen, beziehungsweise mit dem Kohle dann diese Heizung und diese Probleme lösen.
Ведь покупка газа Украины, России, это ведь тоже бизнес, да, и там замешаны очень большие олигархи, поэтому они не дают нам продолжать такую инициативу. Aber in diesem großen Gasbusiness, in diesem großen Gasgeschäft, die sind dann sehr mehrere Oligarchen von den beiden Seiten eingewickelt sind und beschäftigt. Und die werden genau diese Idee dann mit der Kohle nicht einfach bremsen. Also er hat ja erzählt vorhin bei der Zeitung, es soll ja jetzt auch Kohle aus Russland importiert werden. Und es wird Kohle aus Südafrika importiert, das von den Gestehungskosten teurer ist beim Einkauf. Aber es macht niemand Geschäft. Also es macht, und es wird Kohle umgestempelt, die wird da, dort gefördert und es wird dann aber behauptet, es ist Importkohle aus Südafrika, dann kann man höherer Preis verlangen. Also das Problem ist offensichtlich, dass jeder versucht, der schon Geld hat, noch mehr. Hier irgendein Geschäft hochzuziehen. Und keiner hat Interesse daran, erstmal zu investieren und zu warten, dass er vielleicht in 3, 4, 5, 6 Jahren, dass sich das amortisiert und einen Gewinn bringt, sondern jetzt macht man Geschäft mit Handel. Und dann wird nicht renoviert und dann gehen die Bergwerke verschütten. Wie muss man sich eigentlich den Konflikt um die Grenze vorstellen? Also ist die Grenze, wandert die noch oder ist sie einfach fix momentan? Gibt es einen Handel über diese Grenze? Ich kann mir das gerade überhaupt nicht vorstellen. Ich war noch nie in einem Kriegsgebiet. Ja, meint die Front. Deshalb спрашивает про линию фронта, про границу между боевыми действиями с обоих сторон. Это четкая граница постоянная или она все-таки туда-сюда двигается? Происходят ли какие-то торговые операции между двумя сторонами? Да, линия фронта сейчас двигается, сейчас идут активные боевые действия, сейчас со стороны непризнанных республик идет атака на город Дебальцево. Это украинская территория на данный момент. Exact moment, diese Frontgrenze ist in der Bewegung wieder gekommen, wegen den aktiven Gefechten, die im Moment stattfinden, von der Seite von dieser Donetsk und Lugansk, diesen Republiken oder Separatisten, sogenannten Separatisten, und die gehen und greifen jetzt der Stadt Дебальцево. Также украинская армия отступила от аэропорта Донецкого. Und die ukrainische Armee hat jetzt die Gebiet von der Донецкого Flughafen verlassen. Соответственно, тоже граница подвинулась. Und das heißt, die Grenze ist auch dann verschoben worden. Также этот момент непрерывно, такое происходит всегда. Und das ist das im Sinne so ein ständiges Hin und Her und das ist im Moment einfach stattfinden. In momentaner Situation eine ständige Bewegung. Операции торговые на официальном уровне между республиками или Украиной. С двух сторон, то есть как бы между людьми или республиками. Частные предприниматели ездили, пытались там продавать, вроде бы как бы их пропускали, но Украина ввела пропускной режим, и для того, чтобы теперь въехать на территорию Украины, необходимо получить пропуск и объяснить, зачем ты едешь туда, а не под контролем территории. Vorher waren dann so Verhandlungen bzw. Verkauf von den beiden Seiten mehr oder weniger möglich und dann so kleine Unternehmer sind hin und her gefahren, aber im Moment die ukrainische Regierung hat einen Beschluss erfasst, das gibt es einfach diese Kontrollpunkte und diejenigen, die einfach in diese andere Gebiet, Kriegsgebiet reinfahren wollen, die müssen einen Ausweis dazu haben. Ich habe eine persönliche Frage.
diesen Chef in ich habe eine persönliche Frage. Sie sind Chef in der Gewerkschaft in der Ukraine. Meine Frage ist solche. Nach diesem Konflikt zwischen Donetsk, Luhansk und ukrainischer Seite, Leute, die wohnen und leben in Donetsk und in Luhansk, haben solche letzte Zeit in Massenmedien, Terroristen. Terroristen, das ist ein Wort, alle Länder haben Angst vor solchen Politikern. Sie bleiben zu Hause, seine Zuhause. Warum sie sind Terroristen? Sie kommen nicht nach Kiew, nach Dnipropetrovsk, nach Kharkiv. Sie bleiben zu Hause. Warum sie sind Terroristen? То есть еще не она говорит о том, сейчас, что люди, которые как вы относитесь к слову террористы по отношению к людям, которые остаются у себя дома и не уничтожают, конечно, свои дома? То есть те, которые не взяли в руки оружие. Придумано это слово, чтобы весь мир настроить против них. Да кому? Кому это нужно? Sie sind nicht nach in die Ukraine, in Kiew gekommen oder in Kharkov. Sie bleiben zu Hause. У меня мать живет на той территории. Er hat die Mutter, die dort auf diesem Kriegsgebiet wohnt. То есть вы уже не думаете, что я буду считать своей мать террористкой, потому что она живет там. Sie werden wahrscheinlich nicht denken, dass ich meine Mutter als Terroristin bezeichne, nur weil sie dort lebt. Также там у меня осталось много моих друзей. Я вырос там, родился и учился. Ich habe auch dort sehr viele Freunde. Ich bin dort aufgewachsen und geboren und in der Schule gegangen und studiert. Но моя личная, я, как сказать, вы сказали, что я шеф профсоюза. Я не шеф, я заместитель председателя. До этого я был активистом. Я просто возглавляю одну из организаций профсоюза, небольшую, которая входит в состав большого. Und ich bin nicht der Vorsitzende von dieser Gewerkschaft, ich bin dann der Vertreter der Vorsitzenden und ich bin sozusagen der Chef von einer kleinen Gewerkschaft. И я против кровопролития, я лично против войны. Ich bin gegen den Krieg und Blutvergießen. И я за то, чтобы, если кто-то и хотел федерализацию, то нужно было, конечно, это все решать мирным путем. Und auch wenn jemand diese Föderalisierung wollte, dann sollte man auch dann einfach in friedlichem Weg das alles machen. И если вы говорите, зачем вот придумали это слово, чтобы весь мир настроить против этих людей, вы же понимаете, что этот конфликт уже приобрел значение геополитическое. И судить, кто первый закрутил эту машину пропаганды, Россия, США, Европа или еще кто-то, я объективно я этому дать оценку не могу, потому что все намного запутано, что даже эксперты не прогнозируют данное слово. Но я нормально отношусь к мирным жителям тех территорий, которые не под контролем сейчас Украины. Das ist eigentlich sehr schwer jetzt zu sagen über dieses Wort Terroristen und diese Bezeichnung und wer der Schuld daran in dieser Propaganda, diese vielseitige und gegenseitigen Vorwürfen, wer hat das überhaupt angefangen hat. USA, Russland, Europa, Ukraine und ich, wie ich schon gesagt habe, ich bin für die Menschen und für friedliches Leben für die Menschen. Ich möchte noch kurz kommentieren vielleicht. Das ist in der Tat eine wirklich wichtige Frage, die etwas anderes voraussetzt, finde ich. Und zwar einfach so den Gebrauch der Begriffe. Nicht nur den Begriff Terrorismus, der sowieso sehr problematisch ist und mit sich sehr viele politische Implikationen mitbringt.
Und zum einen ja natürlich die Regierung in Kiew die beiden Oblasten für Terroristen erklärt hat, also hat die Möglichkeiten der friedlichen Lösung automatisch ausgeschlossen. Der Präsident Poroschenko konnte dann keine Verhandlungen mit den Terroristen führen und das hat automatisch zu den Kriegshandlungen geführt. Und das ist ein großes politisches Problem, das irgendwie an diesem Begriff haftet. Aber andererseits, wir kennen alle auch diese Geschichte, insbesondere im deutschen Raum, mit dem Begriff Faschismus. Und was Nationalismus, Faschismus, Patriotismus, was im Falle des Osteuropas, insbesondere in der Ukraine, in der postkolonialen Situation, wenn man sie so einschätzen möchte, auch sehr viele Facetten mitbringt, die leider die Journalisten, die Massenmedien sehr oft reduzieren und sehr flach darstellen. Deswegen würde ich einfach dazu aufrufen, dass man ein bisschen differenzierter damit umgeht. Ich hätte eine Frage, was denkst du, was realistischer war, was könnte in den nächsten Monaten passieren? Also, du hast schon mal gesagt, es ist schon ein Punkt von No Return erreicht. Also was gibt es für praktische Perspektiven, ohne zu sagen, wir wollen alle friedlich zusammenleben? Вы имеете в виду конфликт, который военный конфликт? Sprechen Sie jetzt über diesen politischen Konflikt? Ja, weil ich glaube, dass der politische Konflikt, oder jetzt ist es ja ein militärischer Konflikt, dass der alles überlagert und dass du mit sozialen Kämpfen kaum gegen ankommst, solange alles in dieser Kriegssituation ist. Он, в принципе, основное для себя значение приобретает, и поэтому уже какие-то социальные там и другие внутри людей, то есть они уходят на второй план. Действительно, есть много ситуаций, когда на некоторых частных компаниях есть такой пример, это компания Gloria Glimpse. Wir haben tatsächlich einige Beispiele auf einigen privaten Organisationen, zum Beispiel auf die Firma Gloria Jeans. Gloria Jeans. Да, in Russland. Die in Russland liegt. Die in Luhansk Oblast. Die eigentlich in diesem Luhansk Kreis sich befindet, oder? Там не выплачивают людям заработную плату. Dort werden die Leute, dort bekommen die Leute keinen Lohn. И говорят о том, что ну какая вам зарплата, война идет. Und dann wird einfach geantwortet, was für einen Lohn wollen Sie? Hier gibt es einen Krieg. Таких примеров, наверное, много. Просто этот пример был в Луганской области, и я лично занимался созданием независимого профсоюза на этом предприятии для того, чтобы отстаивать права. Wir haben viele solche Beispiele, aber über diesen Beispiel weiß ich selber, weil ich selber dort war und habe versucht, dort auf diesem Betrieb eine Gewerkschaft aufzubauen. Und если правительство не примет меры стабилизации экономики, то, как мы видим, наша валюта обесценивается. Рабочие места сокращаются. Und wenn die Regierung keine Maßnahmen unternimmt zu der Stabilisierung der Währung, dann, so wie wir im Moment sehen, dann werden die Arbeitsplätze gehen kaputt, werden reduziert und die Löhne gehen nach unten. Plus военное противостояние. Und dazu auch noch diese Kriegs gegenseitige Kriegsgefechte. Просто будет социальный взрыв, то есть разрушение экономики страны. Dann kann die Ökonomik von der Stadt einfach kollabieren, dann werden diese soziale Explosionen. Ja, ich habe noch eine Frage. Meines sind auf beiden Seiten haben wir Oligarchen, die ihre Leute haben, die Krieg führen.
wie schlimm wenn Leute sterben, wie schlecht. Hat die Ukraine noch eine Möglichkeit, sich selbst aus dieser Sache rauszusetzen, ohne eine andere Abhängigkeit zu kommen? USA hat Interesse, Europa hat Interesse, Russland hat Interesse. Wird dieses Land jetzt aufgerieben zwischen diesen Interessen oder haben Sie vor, in einer anderen Abhängigkeit dieses Problem zu lösen? Вот он сейчас вопрос такой, что ведется сейчас война, то есть, естественно, есть некие политические интересы, это всем понятно. И сможет ли Украина сейчас выйти сама по себе из этой проблемы, или ей остается только вот, ну, как бы присоединиться или стать, может, сателлитом США, там, России или еще кого-то? Я, конечно, в правительстве не работаю и могу сказать только мнение со стороны профсоюзов и рабочих. Ich arbeite nicht in der Regierung und kann nur die Meinung von den Arbeitern und der Gewerkschaftler hier zu vermitteln. Мы, конечно, за то, чтобы в данной ситуации Украина выстояла и экономика не рухнула. Wir sind natürlich in dieser Situation, wünschen uns, dass die Ukraine das alles aushält und die keine ökonomische Teilfahrt oder einfach zusammenbricht. Und wie показывает история, что, как правило, быть чьим-то сателлитом, чем-то сателлитом для страны это не лучший вариант. То есть сателлит это то же самое, что колония. Und aus der Geschichte kennen wir viele Beispiele, dass es keine gute Rolle ist, der Satellit oder sein Vasall von jemandem zu sein. Und das bringt nicht viel für das Land selbst. То есть нам будут запрещать с этими дружи, с этими не дружи, с этими торгуй, с этими не торгуй. И, соответственно, это будет налаживать ограничения на экономику, и, соответственно, мы не сможем развиваться в полной мере. Er sagt, dann werden uns eine Seite oder die andere Seite eines oder anderes verbieten, mit denen sollst du verhalten oder Geschäfte machen, mit dem anderen dann nicht. Und das wird unsere Ökonomik einfach in die Krise bringen. И мы, конечно, за самостоятельный путь развития как Украины, как независимого государства. Und wir sind natürlich für einen Weg von der unabhängigen Entwicklung von der Ukraine als unabhängiger Staat. Ja, ich würde gleich mich dranhängen, wo es um die Schließung von Zechen ging. Da wurde ja schon der Einfluss von Ausländern erwähnt. Also Fakt ist ja, dass die ukrainische Regierung im Prinzip eine rechte Politik macht mit westlichen Staaten, also mit diesem Assoziierungsabkommen mit der EU, dass man dort eine neoliberale Gewaltkur praktisch der Ukraine verordnen will, wie, ähnlich wie das in Südeuropa zurzeit passiert. Und ich weiß nicht, also das hätte ich gerne nochmal beschrieben, wie sich das auswirkt oder was man davon schon merkt. Вот как раз вопрос именно по этому поводу, по поводу геополитических интересов и то, что вы сказали о том, что уже в правительстве сидят иностранцы, которые вот эту новую неолиберальную политику проводят, и которые, как бы, мы уже видим по европейским южным государствам, как это на них действует. Что вы можете вот по поводу вот этой политики сказать? Ну, что я могу сказать? Я по своей политической пока принадлежности я левый. И, естественно, мне эта политика не нравится, но так как объясняют народу, что... Ich bin eigentlich, ich selbst bin in der linke Richtung gehe und für mich ist diese Politik, mir selber gefällt sie nicht. Что
иностранцы будут меньше воровать. Aber den Volk wird das so erklärt, wenn die Ausländer dort mit Regierung was zu tun haben, dann werden sie mehr klauen. Weniger klauen, natürlich nicht mehr, weniger klauen. Und das ist der Grund, warum man sie dort auch haben muss. Wer wird weniger klauen? Die Ausländer, die gerade da geopolitische Interesse haben. Also es gibt oder Vertreter ja, von diesen Firmen, die da... Es gibt da in der Regierung drei Minister, die einen anderen Pass hatten, mussten jetzt abgeben. Ne? Und die Erklärung ist, die sind weniger korrupt, die sind hier nicht praktisch in dem System drin, deswegen ist es besser, also die Lakaien aus dem Ausland zu holen. Und weil unsere eigenen Politiker, die lassen sich von unseren Oligarchen halt korrumpieren oder sind selber so korrupt. Ich meine, es ist eine seltsame Logik, aber also als Problem, man kann das ja wirklich, wenn man hinfahrt, persönlich erleben. Ich sage euch, in einer Stadt wie Kiew, und ich war in viele Weltstädte auf der Welt, ich habe noch nie so eine Dichte von Luxus Autos gesehen, also Porsche, Daimler, aber nur die großen, im Vergleich zu Mittel- oder Kleinwagen, die gibt es praktisch nicht. Und es kann nicht so viele Oligarchen geben, also es muss, wenn du tausende von neuen Daimler und hunderte von Porsches in die Ukraine verkaufen kannst, jedes Jahr, also irgendwo muss ja das Geld herkommen, die normalen Leute, wenn du die Löhne anschaust, das ist unmöglich, dass die so ein Auto kaufen. Da kann sich auch kein Arzt eigentlich so ein Auto leisten. Das ist unmöglich. Und diese Vorstellung wird wirklich den Leuten erklärt. Jetzt kommt die Rettung von außen, weil die helfen uns auch praktisch mit dieser Korruption. Okay, ja, noch eine und dann, denke ich, machen wir langsam Schluss, bevor alles abwandert. Ja, ich finde auch, dass es schwer ist, das alles anzuschauen vom Standpunkt von Oligarchen oder von Ukraine, weil wir haben zu tun mit einem großen Spiel hier. Die Ukraine ist es ein Opfer, das ist davon. Also USA schickt jetzt Truppen in die Ukraine, sie schicken auch Truppen in andere Länder, Randländer zu Russland. Und Viktoria Nuland ist berühmt für, dass sie ja gesagt hat, sie will gerne die Erzählung. Darf ich vielleicht zum Teil übersetzen? Ja, ich weiß, da gibt es so viel. Dann würde ich eigentlich fragen, welche Traditionen in Ukraine finden Sie, dass Ukraine repräsentieren soll? Was soll, welche, was sagt man, historische Traditionen soll die Ukraine wieder aufbauen? Was soll die Identität sein? Я скажу, Украина должна выглядеть процветающей, богатой, мирной страной, где у рабочих достойная зарплата, достойный уровень жизни. Die Ukraine soll ein wohlhabendes, glückliches, unabhängiges Land sein und werden, wo die Arbeiter auch einen guten Lohn haben, um für das Leben und Angehörige reichen. Потому что я искренне считаю, что за те все муки исторически, которой Украина намучилась и наконец-то обрела свою независимость, и здесь она опять переживает войну, что у нее впереди обязано все быть хорошо.
Sie sagt, dass es war schon genug Qual in der ukrainischen Geschichte. Man hat schon viel Schweres und Schlimmes erlebt. Und das heißt, in der Zukunft sollte es noch besser werden. Sie hier im Zusammenhang müssen Sie am besten deine Kinder fahren. Ich habe noch keine Frage. Zwei Sachen. Der Wladimir Vernadsky, der ist der Einstein von Ukraine. Und diese Tradition, der war eine riesige Wissenschaftstradition früher in der Ukraine. Що Володимир Вернадський, то есть була фігура українська, то есть така Ейнштейн для Європи, то есть я не знаю, хто це. Junge Generation erkennt Вернадський nicht, ich schon, aber честно. Ganz ehrlich. Може це да переведіть, може на моя необразованість, но я Gewerkschaftsmodell in der Ukraine orientiert sich an dem deutschen Modell, das heißt keine politischen Aktionen, nur Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber. То есть профсоюз Украины пытается маленькими вот такими какими-то акциями за права трудящихся бороться. Почему маленькая? Нет, там вопрос был о том, что профсоюзы Украины структурированы по принципу немецких. Это аполитичная, то есть деятельность не партийная, да, но за да, интересы. Да, есть. И вторая часть вопроса. И вторая часть. Спасибо. Я это не ответ. Это была только одна фестивальная. То есть, что похожая структура, что это заполитичная композиция. То есть, вот как так могло произойти, что в такие короткие сроки у некоторых людей, у которых не было вообще до этого никакого состояния, вдруг появились просто какие-то гигантские деньги? Наверное, у них есть личные волшебники. Заквашение haben sie da nirgend welche private Zauberer. Eigenartig, dass man beim Janukowitsch goldene Gurken schon gefunden hat und bei den anderen nichts. Wir haben diese Kohlen nicht mehr. Jetzt, ich habe es einfach akustisch nicht verstanden. Beim Janukowitsch hat man eine Menge Geld gefunden und Luxus vor allem. Und bei den anderen nicht. Он жалеет, что сейчас, говорит, все вот так нашли у Януковича, вдруг нашли много денег и всяких там других средств, это у других вот как. Ну как сказать, я не защищаю Януковича, не защищаю никакое другое правительство. У Януковича сын стал одним из самых богатых людей в СНГ практически за полтора года, и по словам Януковича, сын просто хорошо работал. Er sagt, dass eigentlich verteidige keinem und auch Janukowitsch verteidige ich auch nicht. Und Janukowitsch, der Sohn von Janukowitsch, ist in anderthalb Jahren einer von den reichsten Männern Ukraine geworden. Aber der Vater hat gesagt, mein Sohn einfach gut arbeiten kann. Я работаю с 15 лет на шахте, но, видимо, я очень плохо работаю. Sagt, ich arbeite ab 15 Jahren schon in der Mine, aber wahrscheinlich ich bin ein schlechter Arbeiter. Jetzt machen wir Schluss. Все, да? Или еще вопрос?